Un tout grand merci, Carmen, de nous avoir conduits dans cette prière chantée avec conviction. Carmen Fenk est une chanteuse renommée en Suisse. Elle est reconnue par son authenticité et sa simplicité. Ensemble, nous adorons et nous célébrons celui pour qui nous sommes rassemblés aujourd'hui. Les textes des chants seront projetés, mais ils sont aussi dans le cahier de la journée, dans le programme, sur les pages 44 et 47. Für Jurassic Praise Band. Wir werden jetzt noch ein paar Mal hören. Danke an Lucien Baudet und an Judith Persson für die Bibellesung. Pierre Bader est pasteur de l'Église réformée du canton de Vaud, marié et père de 6 enfants. Avec son épouse, ils sont également famille d'accueil. Pierre nous apportera le message sur le thème Dominus, Dieu le Sauveur et Seigneur. Avant, il y aura la prière de Max Schlepfer. Lass uns zusammen aufstehen, wir möchten miteinander beten, auch für den Dienst vom Wort Gottes. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen. Weil du auf die Welt gekommen bist und wir sind da, um dich zu bitten, dass der Segen, den du uns gibst, sich multipliziert in die Welt hinein und deine Herrlichkeit und deine Grösse
den Menschen um uns herum, bis das Ende dieser Welt zeigt und manifestiert. Wir danken dir und wir preisen dich dafür. Und wir möchten ganz aufmerksam sein und aufnehmen, was du durch dein Wort und durch auch den Verkündiger von deinem Wort in unser Leben hineinleist. Amen. Est-ce que Jésus est Seigneur? Ist Jesus der Herr? Est-ce qu'il est vraiment Seigneur, pas seulement dans nos chants? Ist er wirklich der Herr, nicht nur in unseren Liedern? Oui, vous avez raison, il est Seigneur. Jawohl, ihr habt recht, er ist der Herr. Dans le récit du lavement des pieds des disciples, dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, Jésus le dit. Dort, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, im Johannes Kapitel 13, sagt er, Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Ihr sagt mir Meister und Herr und ihr habt recht, weil ich bin so. Quant à nous, fils et filles du Seigneur, nous devons comprendre ce que cela signifie pour nous. Wir, Töchter und Söhne von Gott, wir sollen verstehen, was das für uns bedeutet. Alors Jésus continue. Jesus sagt weiter. Si donc moi qui suis Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, Vous aussi, vous devez faire la même chose. Wenn also ich, wo Meister und Herr bin, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt ihr auch das Gleiche machen. Jésus règne à l'envers. Jesus regiert umgekehrt. Il est maître et seigneur, et pour nous le prouver, il lave les pieds de ses disciples. Er ist Meister und Herr, und für das zu beweisen, wäscht er die Füße von seinen Jüngern. Il est le roi serviteur. Er ist ein dienender König. La croix, vous savez, est un règne à l'envers. Wisst ihr, das Kreuz ist eine umgekehrte Herrschaft. Paul le dit dans la première lettre aux Corinthiens. Der Paulus sagt das im 1. Korintherbrief. Le message de la croix est une folie, mais pour nous que Dieu sauve, c'est la puissance de Dieu. Er sagt, die Botschaft vom Kreuz ist eine Dummheit, aber für uns, die Gott rettet, ist es die Kraft Gottes. Dieu a vu que le règne à l'endroit ne fonctionnait pas. Gott hat gesehen, dass die Regierungsform ihrer gängigen Form nicht funktioniert. Le monde avec toute sa sagesse n'a pas accueilli la sagesse de Dieu. Die Welt ihrer ganzen Weisheit hat Gott in seiner Weisheit nicht können empfangen. Alors Dieu a choisi la folie de la croix, c'est le règne à l'envers. Drum hat Gott die Dummheit vom Kreuz ausgewählt und das ist die umgekehrte Herrschaftsform. Jésus a été élevé, glorifié par son Père. Jesus ist erhöht worden und verherrlicht von seinem Vater. Mais son trône a été une croix. Aber sein Thron ist ein Kreuz gsi. Il a été couronné, mais d'épines. Er ist zwar gekrönt worden, aber mit Dornen. Jésus a changé la destinée de milliards de personnes en étant le plus faible et le plus humble. Jesus hat das Schicksal von Milliarden von Menschen verändert, indem er der Schwächste geworden ist und der Demütigste. C'est le règne à l'envers. Das ist die Herrschaft umgekehrt. La résurrection aussi renverse tout. Auch die Auferstehung stellt alles auf den Kopf. Nous avons entendu parler d'un roi serviteur. Wir haben von einem dienenden König geredet. Et nous avons compris que cela était des clés pour notre pays. Und haben wir verstanden, dass das Schlüssel sind für unser Land. Que c'était la meilleure façon de vivre ensemble. Dass das nämlich die beste Art ist, wie wir zusammenleben können. Alors Suisse ne perd pas ses clés qui ont fait et qui feront encore ton bonheur. Also Schweiz, verlier nicht die Schlüssel, die dein Glück haben ausgemacht und noch werden ausmachen. Parce qu'il règne à l'envers. Il est capable de changer nos situations. Weil er umgekehrt herrscht, ist er auch in der Lage, unsere Situationen zu verändern. Parce qu'il règne à l'envers, il est capable de bouleverser ce monde. Weil er umgekehrt herrscht, kann er die Welt auf den Kopf stellen. Parce qu'il règne à l'envers, il est la chance de ce pays et il est notre chance. Und weil er umgekehrt herrscht, ist er die Chance für das Land und er ist unsere Chance. Il s'est fait serviteur. Er hat sich zum Diener gemacht. Il s'est fait plus petit encore. Er hat sich noch kleiner gemacht. Il a obéi jusqu'à la mort. Er ist gehorsam gewesen bis in den Tod.
Et c'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Darum hat ihn Gott sehr hoch aufgetan. Et tous reconnaîtront ceci. Und alle werden Folgendes erkennen. Jésus-Christ est le Seigneur. Jesus Christus ist der Herr. Pour la gloire de Dieu notre Père. Zur Ehre von Gott, unserem Vater. Amen. Amen. Troisième personne est Jean-Claude Chablot, qui est intercesseur au Palais fédéral. Il était pasteur, mais reste un homme d'église et de réveil. Willkommen. Bienvenue à vous trois. Bonjour. Grüß dich miteinander. J'ai reçu il y a quelque temps une très belle lettre. Vor einiger Zeit habe ich ganz schöne Briefe bekommen. J'en tire quelques mots. Und ich will ein paar Sätze daraus vorlesen. Merci de votre présence et de votre engagement au Palais fédéral. Danke für eure Präsenz und euer Engagement im Bundeshaus. Au travers de discussions et de rencontres. Durch Diskussionen und Begegnungen. Vous permettez aux gens de la politique de recevoir un précieux conseil spirituel. Erlaubt dir, den Politikern einen kostbaren geistlichen Rat mitzubekommen. Mais quand j'ai commencé il y a 11 ans, aber wenn ich vor 11 Jahren angefangen après habe, trois jours, tout était bloqué. Dann ist nach drei Tagen plötzlich alles blockiert gewesen. Je suis sorti du Palais fédéral. Ich bin aus dem Bundeshaus rausgegangen. J'étais dans un petit parc au-dessus de l'Ar. Bin dort in einem kleinen Parkli gsi, oberhalb von der Aare. Et là, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Und dort habe ich zum Herr gesagt, was ist los? Et le Seigneur m'a dit, tu n'aimes pas les gens de la politique. Und der Herr hat mir gesagt, du hast die Politiker nicht gern. Et ça, c'était vrai. Und das ist wahr gsi. Je me rappelle encore les paroles de mon père. Ich kann mich erinnern an die Worte von meinem Vater. Les gens de la politique, on les paye cher pour rien faire. Die Leute in der Politik, die zahlt mir teuer, für gar nichts zu machen. Alors, j'arrivais pas à les aimer. Also, ich bin nicht in der Lage gewesen, sie gern zu haben. Et j'ai fait quelque chose de dangereux. Und dann habe ich etwas Gefährliches gemacht. J'ai dit au Seigneur, ich habe dem Herr gesagt, donne-moi l'amour que tu as toi pour les gens de la politique. Gib-tu mir die Liebe, die du hast für die Menschen in der Politik. Si tu en as. Wenn du Liebe hast. Et j'ai rien entendu. Ich habe nichts gehört. J'ai rien senti. Ich habe nichts gespürt. Et je suis retourné au Palais fédéral. Und bin zurückgegangen ins Bundeshaus hinein. Et tout était différent. Und alles ist anders gsi. Il y avait un feu qui brûlait dans mon cœur. Ein Feuer hat brennt in meinem Herz. C'était un petit au début. Es ist ganz ein kleiner Anfang. Et ce feu a grandi jusqu'à aujourd'hui. Aber dann ist das Feuer grösser. Je ne suis pas toujours d'accord avec leur politique. Ich bin nicht immer einverstanden mit ihrer Politik. Mais je les aime. Aber ich habe sie gern. Savez-vous quelque chose? Wisst ihr etwas? L'amour, c'est la plus grande force dans tout l'univers. Die Liebe, das ist die grösste Kraft. Jean-Luc est un entrepreneur, un businessman, mettant sa confiance en Dieu. Et il est pasteur à l'église évangélique d'Oron-la-Ville.
Wir stellen euch jetzt einen Geschäftsmann vor aus der Kosmetikbranche. Einen, der Gott und seinem Wort hundertprozentig Vertrauen schenkt und davon erzählt, was das bewirken kann. Jean-Luc, c'est avec joie que nous t'accueillons. Willkommen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jesus Christus ist der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halleluja! Halleluja! Je m'appelle Jean-Luc Traxel et je suis marié à Josiane. Nous avons 4 merveilleux enfants qui sont ici avec nous aujourd'hui. Ich heiße Jean-Luc Traxel, ich bin mit Josiane verheiratet. Wir haben 4 wunderbare Kinder, die alle hier bei uns sind heute. Sur une parole de Dieu, avec mon épouse, nous avons débuté il y a 11 ans dans le garage de notre maison, une entreprise qui aujourd'hui, avec plus de 80 collaborateurs, est devenue leader dans son industrie. Meine Frau und ich, wir haben vor 11 Jahren von Gott das Wort bekommen, dass wir eine Firma anfangen sollen. Und wir haben angefangen in unserer Garage. Und inzwischen hat die Firma über 80 Angestellte und wir sind in unserer Branche weltführend. Et qui par la grâce de Dieu nous a permis de recevoir de Madame la conseillère fédérale Doris Leuthard le prix de la Swiss Business Innovator. Und durch Gottes Gnade haben wir von der Bundesrätin Doris Leuthard dürfen den Preis Swiss Business Innovator entgegen. Et en 2007, mon épouse a été élue de Swiss Businesswoman of Switzerland. Und im 2007 ist meine Frau in der Schweiz zu der Swiss Businesswoman gewählt worden. Notre passion est de servir Dieu là où il nous a placés. Es ist unsere Leidenschaft, Gott dienen, dort, wo er uns hergestellt hat. Et de croire à sa parole et ses promesses pour tous les domaines de notre vie. Und seinem Wort zu glauben und seine Verheißungen für alle Bereiche von unserem Leben. Chers amis, Jésus n'est pas mort, mais il est bien ressuscité. Liebe Freunde, Jesus ist nicht tot, sondern er ist wirklich auferstanden. Il est vivant et ses promesses n'ont pas changé. Er lebt und seine Verheißungen haben sich nicht verändert. Bleibt in dieser Haltung vom Gebet, steht auf und dann singen wir miteinander das Lied, singen, das unser Vertrauen zu Gott ausdrückt und immer wieder das Herz von Menschen über Jahrhunderte bewegt hat. Nous voulons placer notre confiance en Dieu. Et nous nous levons et entonnons ce chant qui a marqué et touché des cœurs de beaucoup de personnes à travers les générations. Thank you.
de Grison. Et merci pour votre présence. Résisto. Nos Dieu est résista et a delto que toute la gloria de dots et d'in fin eternita. Amen. Traduction. Jesus ist auferstanden, das ist, was wir gesungen haben. Er ist auferstanden und er lebt. Jésus est ressuscité, ce que nous venons de chanter. Il est ressuscité et il vit. Ich bin immer wieder in einem islamischen Land unterwegs. Je suis toujours à nouveau en route dans des pays islamiques. Man hört regelmäßig von dem Land im Fernsehen und von seinem extravaganten Präsident. On entend souvent parler de ces pays à la télévision et de leur président extravagant. Und was ich sagen kann, Gott liebt Muslime. Et ce que je peux dire, c'est que Dieu aime les musulmans. Gott liebt Muslime. Dieu aime les musulmans. Und seine Liebe drückt sich folgendermaßen aus. Et son amour s'exprime de la façon suivante. In der Hauptstadt von dem Land kommen monatlich über 5000 Menschen an den Glauben Jesus Christus. Dans la capitale de ce pays, chaque mois 5000 personnes rencontrent la foi en Jésus-Christ. Du erlebst mit deinen eigenen Augen Apostelgeschichte live. Avec tes yeux, tu expérimentes les actes des apôtres. Es passieren Zeichen und Wunder. Il y a des signes et des miracles qui se passent. Tausende von Menschen lernen Jesus kennen, indem er ihnen in der Nacht im Traum begegnet. Des milliers de gens expérimentent Jésus de la façon que Jésus se révèle à eux dans la nuit. Er schaut ihnen in die Augen, er nennt sie beim Namen und sagt, folge mir nach. Il les regarde dans les yeux, il les appelle par leur nom et leur dit, suis-moi. Und tausende sind gehorsam und folgen Isa nach. Et des milliers lui obéissent et suivent Isa. Ich habe Jesus gefragt, Jesus, wieso haben die Erweckung? J'ai demandé à Jésus, mais Jésus, pourquoi ont-ils un pareil réveil? Die haben genau das, was wir brauchen. Ils ont ce dont nous avons besoin. 3 Tage lang habe ich gerungen. Pendant 3 jours, j'ai lutté, j'ai cherché. In der Nacht, in der dritten Nacht, am Morgen um 3 weckt mich Jesus. Et après la troisième nuit, à 3 heures du matin, Jésus me réveille. Er sagt, schlag Johannes 17 auf und lis. Il me dit, regarde dans Jean 17 et lis. Ich lese Johannes 17 und da fällt mir zum ersten Mal etwas auf. Je lis dans Jean 17 et quelque chose me frappe pour la première fois. Jesus ringt im Gebet mit seinem Vater. Jésus lutte, intercède dans la prière avec son Père. Mit Liebe und mit Leidenschaft. Avec un amour et une passion. Und er sagt, Vater, et il dit, Père, mach die Gläubigen untereinander eins. Fais que ces croyants soient un entre eux. 4-mal sagt er, Vater, mach sie eins, wie wir miteinander eins sind. 4 fois, il dit, Père, donne-leur cette unité, comme nous sommes un. Wieso? Pourquoi? Damit die Welt erkennt, er hat den Sohn gesandt. Afin que le monde reconnaisse qu'il a envoyé son Fils. Das passiert, wenn wir Einheit haben, wird Menschen erkennen, Jesus Christus ist gekommen. Ce qui se passe quand nous sommes dans l'unité, les gens reconnaissent que Jésus est venu. Ich bin zurück in der Schweiz gewesen, ich sage einem Freund von mir. Je suis revenu en Suisse et j'ai dit à un ami.
René, wir müssen uns unbedingt eins machen und beten. René, nous devons absolument nous unir et prier. Damit Jesus Christus sich bei uns in der Bergregion den Menschen offenbart. Afin que Jésus se révèle à nous, les gens qui sont dans les domaines montagneux. Das kann nicht sein, dass es für die Muslime allein reserviert ist. C'est pas possible que ces choses soient réservées seulement aux musulmans. Ich gönne es ihnen, aber wir wollen es auch. On est content qu'ils le vivent, mais nous l'aimerions aussi. Und so haben wir uns eins gemacht, dass Jesus sich in unseren Nachbardörfern auch von den Menschen zeigen. Ainsi, on s'est mis d'accord afin que Jésus commence à se révéler dans nos villages voisins.